Hallo YouTube, ich bin Ultimate Spinash und ich zeige euch heute die Orokin-Version von Loki. Loki Prime besitzt einige Verbesserungen gegenüber seinem Nicht-Prime-Gegenstück, darunter je eine zusätzliche D- und Balkenpolarität sowie eine erhöhte Energiekapazität. Sein mit Abstand größtes Upgrade sind aber seine neuen Ohren. Diese sind nicht nur größer, sondern auch Prime. Loki Prime besitzt die gleichen Fähigkeiten wie Loki. Seine erste Fähigkeit Täuschkörper erzeugt ein Hologramm von Loki, das Feinde ablenkt. Anders als der Standard-Täuschkörper verwendet dieser eine Lex Prime statt einer Lato. Der Täuschkörper kann keinen Schaden anrichten, aber grundlegende Statuseffekte erzeugen. Beachtet, dass ihr nur einen Täuschkörper gleichzeitig erzeugen könnt. Wenn ihr einen zweiten erzeugt, wird der erste zerstört. Seine zweite Fähigkeit ist Unsichtbarkeit. Die muss ich hoffentlich nicht näher erklären. Abgesehen davon, dass euch Feinde nicht direkt angreifen können, erhaltet ihr einen Bonus auf Nahkampfschaden. Beachtet, dass ihr immer noch gehört werden könnt und Feinde eure letzte bekannte Position angreifen werden. Seine dritte Fähigkeit ist Tauschteleport. Diese Fähigkeit erlaubt es euch, eure Position mit einem Feind, Freund oder Täuschkörper zu tauschen. Dies ist nützlich, um an schwer oder sonst gar nicht zu erreichende Orte zu gelangen. Im Kampf ist die Fähigkeit wesentlich weniger nützlich und hat eher Verwirrung zur Folge. Seine vierte Fähigkeit ist radiale Entwaffnung. Loki sendet eine Energiewelle aus, die allen Feinden im Radius ihre Schusswaffen abnimmt. Dieser Effekt ist dauerhaft, beachtet dabei, dass Feinde trotzdem in der Lage sind, Nahkampfangriffe auszuführen. Aufgrund der Natur dieser Fähigkeit ist sie gegen infizierte Gegner eher nutzlos, obwohl sie gegen einige Infizierte etwas Schaden anrichtet. Unterschätzt diese Fähigkeit nicht, sie kann in fast jedem Kampf das Blatt zu eurem Gunsten wenden. Wie alle Prime Warframes besitzt Loki Prime außerdem die Fähigkeit, Death Orbs in der Void auszulösen und damit allen Warframes in der Umgebung Energie zu geben. Welchen Bild ihr für Loki Prime verwenden solltet, hängt davon ab, ob ihr alleine oder in Gruppen spielt. Für Gruppen empfehle ich ein Reichweitenbild für radiales Entwaffnen. Bei mir besteht dieser aus Umlenkung, Überdehnt, Fluss, Konstitution, Kontinuität, Vitalität, Stromlinie und Ausdehnung. Der Höchstradius beträgt 47 Meter, 50, wenn ihr einen arkanen Zwindelhelm benutzt. Aber seien wir mal ehrlich, wer würde bitte für 3 Meter Kraftradius und verringerte Gesundheit diese Ohren aufgeben? Für Solospieler empfehle ich ein Kraftdauerbild für Unsichtbarkeit. Bei mir besteht diese aus Umlenkung, Vitalität, Konstitution, Stromlinie, Kontinuität, Engstirnig, Fluss und Ausdehnung. Mit gemaxten Mods bekommt ihr damit 30 Sekunden Unsichtbarkeit für 35 Energie. Das ist aber kein Bild, den ihr für Gruppen nutzen solltet, da es euren Mitspielern nicht viel bringt, wenn ihr ständig unsichtbar seid. Außer ihr belebt sie zuverlässig wieder. Natürlich könnt ihr auch ein Mittelding versuchen. Insgesamt ist Loki einer der mächtigsten Warframes im Spiel und sollte niemals unterschätzt werden. Wer nämlich jetzt entschuldigt, ich muss weiter die Ohren bewundern. Oh, diese Ohren anrühren.